Liebe Freunde der Elektromobilität, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, es ist schon wieder soweit. KW23 2024. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Es wird Zeit, sich mal die News der Woche anzuschauen, was hier so passiert, alles in Sachen Elektromobilität. Und ja, wie immer, jagt so ein bisschen eine Sau die andere oder wird so eine Sau nach der anderen durchs Dorf gejagt. Ja, ich habe heute insgesamt 10 Punkte und ich würde gleich mal vorschlagen, ich fange gleich mal an, was zu erzählen. Also erst natürlich wie immer eure Kommentare, da waren ja dann doch einige dabei und gerade viele, die sich bezogen nochmal auf meine Scooter-Geschichte. Ihr wisst ja, ja, meine Scooter wurden aus meinem Keller gestohlen, meine geliebten Scooter, und da habe ich ein bisschen Hals auf die Versicherung. Und da kamen viele Kommentare und die meisten haben es anders gesehen wie ich. Da müssen wir nochmal kurz drauf eingehen. Ja, und dann nochmal einige geschrieben zum Thema Mercedes-Absatzproblem. Erinnert euch vielleicht? Ja, da sagt der Mercedes unter anderem lag es am Design. Aber auch da schauen wir mal rein, eure Kommentare. Ja, ansonsten ganz neue News. Ja, Tesla stoppt Produktion. Was ist da los? Das müssen wir uns anschauen. Dann Nummer 3. Nissan stoppt Investitionen in neue Benzin- und Dieselmotoren. Auch ganz interessant. Gerade Japan. Ich dachte, die bleiben da noch eine ganze Weile dabei. Dann Nummer 4, es gibt jetzt den Ora 7. Ja, und das, große Überlegung, ist das eine Tesla-Alternative? Zumindest ja, von der Größe her auf jeden Fall. Ja, dann Nummer 5, Urlaub mit dem E-Auto ist noch immer problematisch. Was ist da los? Ja, dann Nummer 6, Ford startet jetzt die Serienproduktion des elektrischen Ford Explorer in Köln. Auch sehr spannend. Dann Nummer 7, ja, der Bau von der Batteriefabrik in Deutschland liegt still oder pausiert und ist, glaube ich, nicht die einzige Fabrik in Europa insgesamt. Auch da scheint irgendwie jemand ganz groß auf der Bremse zu treten. Ja, und dann wird behauptet, 79 Cent für die Kilowattstunde an Ladesäulen ist ein fairer Preis. Ja, müssen wir uns mal reinschauen, was da los ist. Ja, dann Nummer 9. Preis für den neuen Peugeot 2008 steht fest. Also E natürlich, E 2008 oder 3008, Entschuldigung. Ja, ich bin jetzt mit dem Peugeot unterwegs gewesen, allerdings ein Verbrenner. Und kann ich mal kurz dann erzählen, wie da so meine Erfahrung war, wieder mit einem neuen Verbrenner unterwegs zu sein im Vergleich zu meinem Tesla. Aber im Grunde geht es erstmal hier um den Preis des Peugeot E 3008. Ja, und dann sind wir schon zum Schluss bei der letzten Meldung Nummer 10. Ja, Tesla hat schon vor 20 Jahren vorausgesagt, wie sie VW besiegen wollen. Ob das was wird, ich weiß es nicht. Ja, das sind meine News, das sind die 10 Punkte aus KW 23 2024. Ja, wenn es euch interessiert, bleibt dran, bis nach dem Intro, bis gleich, viel Spaß. Gerade auf der Suche nach nachhaltigen Zubehör für deinen Tesla bist, kannst du gleich dreifach was Gutes tun. Nutze einfach meinen Link in der Videobeschreibung und du sparst bei jeder Bestellung bei Shop4Tesla 5%. Ich bekomme eine kleine Provision. Damit kannst du selber Geld sparen, unterstützt meinen Kanal und sicherst Arbeitsplätze in Deutschland. Also, worauf wartest du noch? Viel Spaß beim Shoppen, wünsche dir Chrissy und Technik. Ja, schön, dass ihr dran geblieben seid. Ich hoffe, ihr habt die Woche gut überstanden. Die, die jetzt Zeit haben, lehnen sich zurück genüsslich und ja, schauen sich die News an. Und könnt gerne mal fleißig kommentieren, auch wenn sie anderer Meinung sind wie ich. Ich würde empfehlen, vielleicht was Leckeres zu trinken. Ich habe heute einen schönen Kaffee. Ja, ihr wisst ja, ohne Frieden und ohne Kaffee ist alles nichts. Ja, und die, die keine Zeit haben, ja, die machen einfach, springen einfach zu der Kapitelmarke, zu dem Thema, was sie interessiert. Ja, bevor es so richtig losgeht, nochmal ganz kurzer Hinweis zu meinem Sponsor. Ihr wisst ja, Shop4Tesla, bin ich immer wieder sehr begeistert, ist ein sehr zuverlässiger Sponsor, aber auch ein sehr guter Shop. Der hat der größte Tesla-Shop in Deutschland. Der macht auch viele andere Sachen für andere Modelle. Und die haben aktuell neue Sachen, neues Zubehör für Tesla. Schaut da unbedingt mal rein. Und zwar haben die jetzt eine Auflagenerweiterung für die Matratze, für das Tesla Model 3 und Y. Also wer gerne im Tesla schläft, ich habe es mal probiert, für mich war es nichts, kann sich jetzt so eine Auflagenerweiterung holen. Dann gibt es eine neue Campingmatratze für den Tesla. Und es gibt es auch einen Trittschutz für die Rückseite der Vordersitze. Ja, alle, die Kinder haben natürlich, ist klar, die brauchen sowas. Ich kenne das ja auch noch von früher. Ja, alles das ist neu im Shop und ist eine echte Alternative zu dem Trittschutz aus China. Ja, ihr wisst ja, bei Shop4Tesla wird ganz viel in Deutschland produziert, was ja echt eine coole, oder in Europa, was ich echt eine coole Geschichte finde. Ja, also lohnt es immer da reinzuschauen. Also Leute, wenn ihr sagt, ey, ist eine coole Geschichte, habe ich lange drauf gewartet, dann jetzt zuschlagen, vergessen, ihr kriegt nochmal extra. Also wenn ihr 80 Besteller seid, kriegt ihr nochmal einen extra Rabatt. Ich finde das eine mega Geschichte. Okay, da soll es aber jetzt schon dazu gewesen sein. So Shop4Tesla. Ja, damit sind wir schon bei euren Kommentaren. Und ja, ihr wisst ja, ich war sehr verärgert mit meinem E-Scooter.
dass die alle zwei, also unsere beiden Scooter aus dem Keller gestohlen wurden. Ich war extrem zufrieden, es war eine Xiaomi-Scooter und ich war sehr, sehr, sehr traurig. Ja, und mein erster Gedanke war ja, gehst du zur Hausratversicherung, die bezahlen das schon und ihr wisst ja, wie es ausgegangen ist, Pustekuchen, ja, die zahlen gar nichts. Und jetzt kamen ganz viele, die sagten, ja, hättest du doch wissen müssen, wieso kamst du überhaupt auf die Idee, ich gehe dir erstmal durch und dann gehen wir mal so kurz in die Details rein. Also hier hat jemand geschrieben, Ralf Hess, verstehe deinen Ärger wegen den Scooter nicht. Okay, ich meine, wer ärgert sich nicht, wenn was gestohlen wird, unabhängig davon, ob man von der Versicherung Geld bekommt oder nicht. Einfach im Vorfeld mal über die Versicherungsbedingungen informieren. Du bekommst beim Auto einen selbstverschuldeten Unfall auch nicht ersetzt, wenn du keine Vollkasko hast. Wo ich sage, was hat denn das damit zu tun? Es ist doch völlig klar, ich will nicht zu sehr reinreiten, aber es ist doch völlig klar, wenn ich mit diesem E-Scooter, wenn man den vom Geschäft gestohlen hätte, an der Straße, am Straßenrand, oder ich damit einen Unfall gehabt hätte, ist doch völlig klar, ich wäre nie auf die Idee gekommen, zu meiner Hausrat zu gehen. Warum bin ich auf die Idee gekommen, zu meiner Hausrat zu gehen? Na, weil das nach Einbruch in meine Räume aus meinem Raum entwendet wurde. Das wird mir beim Auto nie passieren. Kommen wir gleich nochmal bei einem anderen Kommentar dazu. Und die ständige Gerede von Kulanz, wenn ein Vertragspartner immer für Dinge bezahlen soll, die vertraglich nicht festgeschrieben sind, dann brauchen wir bald keine Verträge mehr. Ja, aber wenn ich sehe, wie die Versicherungen sich da und dort rausstellen aus den Geschichten, und hier in dem Fall trifft das nicht zu bei den Scootern, ja, jedenfalls ist das alles eine ganz offizielle Geschichte, aber wenn ich da sehe, was da getrickst und gemauschelt wird, trifft das umgekehrt genauso zu. Ja. Man denkt, man ist versichert und ist doch nicht versichert. Ja, also trotzdem, Ralf Hess, danke für deinen Kommentar, aber ich sehe das nach wie vor anders und ich kann diese Sichtweise nicht richtig nachvollziehen, was das mit einem selbstverschuldeten Unfall und Vollkasko zu tun hat. Ja, und der nächste schreibt hier, Him442, erstaunlich, wie man es, also ist das schon ein bisschen unnett gewesen, erstaunlich, wie man seine völlige Unkenntnis unbedingt so veröffentlichen muss. Du bist schlicht und einfach völlig auf dem Holzweg und ich will doch hoffen, dass die Versicherung in so einem klaren Fall nicht kulant ist, denn dafür möchte ich nicht mitbezahlen. Ja, habe ich übrigens auch geantwortet, ja, also er muss nicht mitbezahlen, brauchst keine Angst zu haben. Zum Keller-Auto-Vergleich, selbstverständlich kann man auch Autos im Keller abstellen. Das will ich mal sehen, wie du mit deinem Auto in meinen Keller willst. Das ist eine Hammer-Aussage. Jetzt kommt der nächste Hammer. Eine Tiefgarage ist ja nichts anderes als ein Keller mit Zufahrt, dafür das Auto benutzt wird. Nee, das ist was völlig anderes. Ich weiß nicht, warum man das nicht verstehen kann. Die Tiefgarage, die da unten ist, das ist doch nicht mein privater Bereich, das ist doch nicht meine Wohnung. Ja? Das ist im Grunde ein öffentlicher Bereich. Da ist für alle, die da unten ein Auto stellen, ist der öffentlich. Mein Keller ist für niemand öffentlich. Das ist wie meine Wohnung. Ja? Deswegen kann man doch eine Tiefgarage mit einem privaten, abschließbaren Keller überhaupt nicht vergleichen. Zumal es ja auch der Unterschied ist, in jeder Hausratversicherung ist der Keller dabei. Nie eine Tiefgarage. Ist das so schwer zu verstehen? Ja. Ja, ja, mehr habe ich dazu nicht sagen. Trotzdem, ja, hätte es ein bisschen netter schreiben können, aber trotzdem danke für deinen Kommentar. Kritik muss ja auch sein, Kritik ist ja auch wichtig. Ja, jetzt schreibt noch jemand hier, der Stefan Farnbacher. Danke, Chris, für deine Info. Die E-Scooter gelten laut Gesetz als Elektrokleinkraftfahrzeuge. Da gilt für sie wie Pkw eine Promillegrenze von maximal 0,5% oder Promille, nicht Prozent. Außerdem benötigt sie eine Versicherungsplakette, anstatt einfach über die Privathaftpflichtversicherung abgedeckt zu sein. Aufgrund dieser Regelung sind die Scooter in Deutschland eigentlich nicht empfehlenswert. Ja, das stimmt. Also das ärgert mich schon immer sehr, dass in vielen anderen Ländern viel mehr möglich ist. Ja. Ich habe auch kein Problem damit, wenn so ein Scooter 80, 90, 100 km/h fährt. Es gibt ja die entsprechenden Modelle, leider bei uns alles verboten. Wenn man entsprechend einen Helm trägt und so weiter, kann man ja Vorschriften machen, was man da für Schutzkleidung zu tragen hat, Motorradschutzkleidung etc. Ja, das verstehe ich auch nicht. Von der Seite her gebe ich dir da recht. Aber natürlich, was ich eben wirklich nicht verstehe, ist nach wie vor so, ja, das ist ein Elektrokleinkraftfahrzeug, aber das sind E-Bikes auch. Und ich rede nicht von Pedelecs, ich rede von E-Bikes. Und deswegen finde ich, also du hast völlig recht, gibt doch komplett recht, aber ich finde es eben blöd, dass man so Unterschiede macht zwischen E-Bikes. Das sind keine Elektrokleinkraftfahrzeuge, aber Scooter, die wesentlich langsamer sind, sind das. Ja, das ist auch der Punkt, den ich nicht verstehe und den kann man, glaube ich, auch nicht wegdiskutieren. Trotzdem schönen Dank. Und jetzt noch ganz kurz ein Hinweis, ja, wie ist es überhaupt mit der Versicherungspflicht? Und das habe ich hier auf Google gefunden, da auch schon jemand geschrieben, ja, das ist ja vereinfacht ausgedrückt, das kann man immer sagen und sicherlich, man kann immer mehr in Details gehen, dann wird es immer gruseliger, aber ja, es besteht doch keine Versicherungspflicht, also wir reden von E-Bikes. Bei selbstverschuldeten Schäden greift, falls vorhanden, die private Haftpflicht, bei Diebstahl oder Elementarschäden am eigenen E-Bike die Hausratversicherung. Im Gegensatz dazu sind Pedelecs versicherungspflichtig.
Ja, das ist der Punkt, den ich nicht verstehe. Wie gesagt, ich erwähne es noch mal ganz kurz und dann ist gut damit. Ja, ich muss dann damit leben, das ist so. Ich werde dann wahrscheinlich für die nächsten Scooter, vielleicht für die ersten 2-3 Jahre, wenn ich wieder einmal welche anschaffe, eine Teilkasko abschließen. Die ist ja auch nicht so teuer, obwohl das sich auch dann irgendwann nicht lohnt. Ja, nach 4 Jahren, 5 Jahren, weil ihr habt immer eine Selbstbeteiligung von 150 Euro und ja, meine hat ungefähr 500 Euro gekostet. Da lohnt sich irgendwann nicht. Man kriegt dann nur noch den Zeitwert ersetzt, ja. Aber prinzipiell verstehe ich eben 2 Dinge daran nicht. Erstens, es ist ein Einbruchsdiebstahl aus meinen privaten Räumen. Eine Tiefgarage ist kein privater Raum. Da muss man auch nicht einbrechen. Kann man auch, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, und zweitens, warum wird der Unterschied gemacht zwischen E-Bikes und E-Scootern? Das verstehe ich auch nicht. Ja, das ist der Punkt, den ich nicht verstehe. Und ich denke schon weit, dass sich die Versicherungen, vielleicht nicht alle, ein Stück weit aus der Verantwortung stehlen, wenn sie sagen, okay, alle deine Objekte in deinen privaten Räumen sind über die Hausrat versichert, außer E-Scooter. Das verstehe ich nicht. Das bedeutet ja im Grunde auch, muss ich auch ganz klar sein, hätte ich die in der Wohnung gehabt. Und ich sage mal, viele machen das ja auch. Die einen haben keinen Keller. Die anderen sagen sich, das ist mir einfach, Fahrräder ja auch, ja, ist mir einfach zu heiß, im Keller die da hinzustellen. Und die wären aus der Wohnung gestohlen worden, wären die auch nicht versichert. Und das ist schon harter Tobak. Und natürlich kann man das problemlos trennen, dass man sagt, okay, aus der Wohnung gestohlen ist Hausratversicherung. Ja, kann man für mich auch einen Wert festlegen, bis zu welchem Wert die Scooter maximal sein dürfen. Am Straßenrand gestohlen ist, brauchst du eine Teilkasko. Das ist für mich völlig nachvollziehbar. Und so sehe ich das. Und ja, auch wenn viele von euch anderer Meinung waren, zumindest die Kommentare geschrieben haben, rücke ich von dieser Meinung nicht ab. Da bin ich ganz konsequent. Ja, aber trotzdem vielen Dank. Es ist mal interessant, mal zu sehen, wie ihr da draußen so tickt, wie ihr das so seht. Und ja, okay, das soll es dazu gewesen sein. Jetzt nochmal kurz zu Mercedes. Völlig anderes Thema. Ihr wisst ja, Mercedes ist ja der Meinung, ja, die E-Autos verkaufen sich so schlecht, der EQS und EQC, weil wir haben da viele Designfehler gemacht. Und jetzt schreibt ja Michael Metzger, ernsthaft, Mercedes will ihre schlechte Absatzlage durch das fehlende Sternchen erklären? Das ist ein Scherz, oder? Sie sollen nachhaltige, langlebige, qualitativ gute Fahrzeuge mit einem leistbaren Preisschild verkaufen. Dann klappt das auch mit dem Verkauf. Immer nur auf Premium ist nicht so clever. Die 200 Kilometer EQE-Probefahrt hat mich nicht wirklich überzeugt. Dass dabei kein Sternchen auf der Haube zu sehen war, war mir schnurzegal. Der Klavier lag im Inneren und die Lenkradbedienungen waren dabei maximal nervig. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, hast du völlig recht. Wie gesagt, ich bin ja nie Mercedes gefahren, aber ich weiß das auch von vielen anderen Dingen. Ja. Billigkauf ist Doppeltkauf. Und wenn ich schon ein teures Premium-Fahrzeug verkaufe, dann verlange ich da nicht nur schickes Design, sondern natürlich auch Premium in der Haltbarkeit. Ja. Und es ist ja bei den Miele-Geräten so ähnlich. Ich hoffe nicht, es war so ähnlich. Ich glaube, dass auch einiges passiert mit Miele in letzter Zeit. Aber ich sage mal so, eine Miele-Waschmaschine hält in der Regel 20 Jahre problemlos durch. Und ja, und Mercedes, auch da hätte ich mir gewünscht. Und da gibt es viele, viele, viele Videos im Netz und auch andere Informationen, ja, die alle nicht zufrieden sind in den letzten Jahren mit der Mercedes-Qualität. Aber da kann ich nicht viel dazu sagen. Ich habe nur das vorgelesen, was in dem Bericht drinne stand. Und ich habe das auch nicht verstanden, dass der Mercedes da vorne reingerutscht ist, also der Mercedes-Stern in den Kühlergrill. Ich fand das auch natürlich schon irgendwie schicker, wenn das vorne draußen ist. Stellt euch mal vor, Rolls-Royce macht seine Emily oder wie die heißt, da vorne in den Kühlergrill rein. Ja, das wäre dann ein Affront, wäre das für Rolls-Royce, ja. Ja, dann noch ein zweiter Kommentar nochmal zu Mercedes-Stern. Und zwar Rivos SHL oder Rivoschel. Das mit dem Stern verstehst du nicht, Chrissy, weil du nie einen Mercedes gefahren bist. Das stimmt. Für mich war das immer ein idealer Anhaltspunkt für den Abstand der Räder zur Bordsteinkante oder Fahrbahnrand. Okay, ja, deine Erfahrungswerte, kann ich natürlich auf keinen Fall mitreden, aber ich sag mal, heutzutage mit den vielen Kameras und 360-Grad-Kameras, ich glaube, ist das nicht mal notwendig. Klar, wenn man sich an sowas gewöhnt hat, macht man das weiterhin, aber ich glaube, ja, deswegen den Stern zu lassen, ist vielleicht keine so gute Idee. Aber es ist wirklich für mich eine Designgeschichte und das gehört irgendwie mit zu Mercedes dazu, als Nicht-Mercedes-Fahrer. Ja, das war's mit euren Kommentaren. Vielen, vielen Dank. Und da steigen wir schon ein in das zweite Thema. Ja, Tesla stoppt schon wieder die Produktion. Ja, das ist eine Meldung von elektrif.net. Und zwar Tesla legt in Grünheide 5 produktionsfreie Tage ein. Und wenn ich so überlege, so kurz nachdem ja erst Tesla geschlossen war für eine Woche wegen diesen Tesla-Hasern, also wegen dieser Demo oder dieser Aktion, ihr erinnert euch bestimmt, beziehungsweise nicht deswegen, sondern wegen, weil der Strommast angezündet wurde.
Ja, Elektroautohersteller Tesla stellte sein Werk im brandenburgischen Grünheide im Juni, also diesen Monat, für 5 Tage die Fertigung ein. Diese soll offiziell dazu dienen, die Abläufe in der Fabrik zu verbessern. Allerdings kämpft Tesla auch mit Absatzproblemen. Ja, und sie schreiben ganz offiziell, um das Werk auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten. Und zwar soll die Produktion in sämtlichen Bereichen von Fahrzeugfertigung und Powertrain am 7., das ist ja quasi, das war gestern, heute ist Sonnabend, am 14., am 17., 27. und 28. Juni stillstehen. Von den produktionsfreien Tagen ausgenommen sind dem Bericht zufolge die Bereiche Casting, Plasma und Zell. Also ich vermute mal Presse, Batterie und Batterieproduktion. Ja, was ganz interessant ist, dass diese 5 produktionsfreien Tage gelten als bezahlte freie Tage bei Tesla. Wahnsinn, also eurem Tesla-Werk gibt das gewisse soziale Standards, sage ich mal. Was gleichzeitig für mich ein Hinweis ist, dass es so nicht geplant wurde. Ja, denn wenn man, ich meine, ihr kennt das ja alles. Es gibt ja auch Firmen, die machen Betriebsferien und da ist natürlich alles klar, alles muss der Urlaub nehmen. Ist natürlich auch richtig geplant. Aber ich sage mal so, wenn man sagt, okay, wir müssen jetzt für 5 Tage die Produktion anhalten und ihr bekommt diese Tage bezahlt, ja, dann ist das schon eine außergewöhnliche Geschichte, die vorher nicht so absehbar war, ist schon interessant. Das spricht schon mal dafür, dass es nicht so geplant war. Und für alle anderen, die dennoch arbeiten müssen, die bekommen auch einen Ausgleich, denn die erhalten einen Ausgleichstag. Ja, wer hätte das gedacht, dass Tesla so sozial sein kann? Obwohl, ich will das nicht auch zu viel reininterpretieren. Ja. Ja, wie Sie schon auch erinnern, ja, wegen der Proteste mussten ja das Werk schon geschlossen sein. Mitarbeiter mussten ins Homeoffice und Produktionsmitarbeiter bekamen einen Brückentag spendiert. Also bei den Protesten war das. Ja. Insgesamt kann man sagen, auch Tesla kämpft natürlich aus verschiedenen Gründen mit Absatzproblemen. Ja. Die weltweiten Auslieferungen gingen seit 4 Jahren erstmals zurück im 1. Quartal. Mittlerweile lagert wohl Tesla viele Autos am alten Militärflughafen in Neu-Hartenberg, Märkisch-Oderland, eine Autostunde entfernt. Ja, und der derzeit schwächelnde Absatzmarkt bei E-Autos sollte auch Tesla vor Herausforderungen stellen. Aktuell sucht Tesla unter den 12.000 Beschäftigten Grünheide auch Freiwillige, die das Unternehmen verlassen wollen. Ja, also echt eine interessante Geschichte und ich sag mal so, ja, was denkt ihr eigentlich darüber? Ja, ich sag mal, wir haben ja eine Situation, dass es gerade jetzt in Deutschland auf jeden Fall oder in Europa sowieso ein bisschen schwierig ist mit den E-Autos. Ich habe also einen kleinen Verdacht. Erstens, alle Tesla-Fans, alle, die eine Wallbox zu Hause haben, Möglichkeit zu Hause zu laden, alle, die es sich leisten können, sind Tesla zu kaufen. Und was nicht heißt, dass der extrem teuer ist, bin ich voll der Meinung. Alle, die haben mittlerweile einen Tesla. Ja, ich war jetzt auch wieder beruflich unterwegs, war in Berlin unterwegs, habe gesehen, da fahren auch viele Teslas rum, überall fahren viele Teslas rum. Ich glaube, dieser Markt ist erstmal gesättigt. Ja? Also Tesla-Fans, die zu Hause laden können und die sich einen Tesla leisten können, der Markt ist erstmal gesättigt. Ja? Und jetzt kommen alle die dazu, die auch gerne ein E-Auto fahren können, weil sie vielleicht auch zu Hause laden können, die vielleicht ein Tesla-Hasser sind oder Tesla nicht gefällt, ist ja alles möglich. Die weichen aus auf andere Fahrzeuge und da ist ja dann doch das Angebot noch sehr begrenzt, auch preislich natürlich. Und man darf auch nicht vergessen, aus meiner Meinung nach immer noch nicht richtig rund, was die ganze Ladeproblematik betrifft, gerade wenn man eben nicht zu Hause laden muss. Wenn man auf Reisen ist, kommt ja auch nochmal ein Kommentar dazu heute. Ja, und da denke ich mal, wenn das abgedeckt ist und dann hat Tesla kein neues, kleineres Tesla Model 2, ich nenne es mal so, ja, dann stagniert natürlich der Verkauf. Das ist dann schon nachvollziehbar. Deswegen denke ich auch, das war ein Fehler, dass Tesla sagt, wir werden das mal auf das Robotaxi konzentrieren, weil ich es auch nur eine Finte, weil ich komme das doch schon, ja, habe auch schon berichtet, letztes Mal gehabt, dass es doch schon nächstes Jahr kommen soll, Tesla Model 2, ja. Aber das ist wirklich wichtig, preiswert. Ja, eigentlich auch im relativ nicht zu kleiner Akku darf es auch nicht sein. Und es muss auch irgendwie designmäßig den Leuten extrem gut gefallen. Dann geht das wieder nach oben, ja, denke ich schon. Aber das ist natürlich auch eine Sache, die ist nicht so einfach für Tesla. Ja, das ist meine, ja klar, kommen noch andere Sachen dazu. Inflation, unsichere Wirtschaftslage und so weiter, kommt auch noch alles dazu, das ist auch ganz klar. Ja, aber schreibt mal rein, was ihr da so seht, warum generell allgemein der E-Auto-Hype so stark zurückgegangen ist. Ja, manche schreiben ja auch, ja, regelrechter Absturz des E-Automarkts. Ich sehe es nach wie vor noch so, das ist für mich der Fortschritt, gibt es nichts anderes, das wird auch so kommen. Vielleicht nicht in Europa so sehr oder in Deutschland, ich weiß es nicht. Ja. Werden wir auch noch vielen anderen Sachen heute sehen, ja, Batterieproduktion etc. Okay, wir kommen zum nächsten Punkt. Nun, Punkt Nummer 3, Nissan stoppt Investitionen in neue Diesel- und Benzinmotoren. Das heißt, Nissan sagt, für uns ist Elektro die Zukunft.
Was ja für Japan sehr überraschend ist, ist eine Seite hier motorsporttotal.com. Ich glaube, ich auch noch nie hier drin gehabt in meinen News. Ja, Nissan gibt kein Geld mehr für neue Verbrennermotoren aus. Die Japaner setzen vollumfänglich auf Elektroautos, während andere Nippon-Hersteller gänzlich andere Vorstellungen haben. Und ich sage mal, so ganz ist es ja nicht, wie es die Überschrift suggeriert. Ja, ja, Toyota, Mazda, Subaru haben erst kürzlich eine Zusammenarbeit mit der Entwicklung neuer Verbrennungsmotoren verkündet, während Nissan einen anderen Weg geht, ja, mit der Entscheidung, seine Investition in Diesel- und Benzinmotoren zu beenden, sagt Nissan, man sei ziemlich fertig damit, noch Geld für neue Verbrennertechnologie auszugeben. Ja, sie haben nochmal nachgefragt hier, da gab es ja nochmal einen CEO und der hat gesagt, unsere Zukunft ist EV. Stimmt völlig. Wir investieren nicht in neue Antriebe für Verbrennungsmotoren, das ist sicher. Ja, ja, und da habe ich auch nochmal, sind wir nochmal bei dem Thema, was ich vorhin gerade hatte. Kann das vielleicht sein, schwappt ja auch so durch den Kopf, kann das vielleicht sein, dass man so ein bisschen mit dieser Transformation, ja, die man gerade so hier durchführt, hin zur nachhaltigen und grüner, umweltfreundlicher Fortbewegung, dass man da vielleicht sagt, dass man so ein Stück weit vielleicht die E-Autos so überspringen will. Ja, ich meine, das ist ja, wisst ihr, was ich meine? Also ich habe einen Verbrenner, den fahre ich noch ein paar Jahre, da ist noch gut in Schuss, da läuft prima. Dann haben wir ja schon so ein Datum, was so im Hintergrund kommt, wo die EU sagt, da sollen keine neuen E-Autos, also keine neuen Verbrennerautos mehr zugelassen werden. Das heißt, da kann ich mir keine neuen Verbrenner mehr kaufen. Es wird irgendwann bestimmt kommen, egal ob nun das Datum fix oder nicht fix ist, ja. Ja, wenn ich dann quasi ein neues Auto brauche und dann diese E-Mobilität so stark eingebremst wird, dann heißt es vielleicht, naja, fahr doch mit dem Zug oder mit dem Fahrrad oder so. Ja? Kann es vielleicht sein, dass man das so ein bisschen überspringen will, dass man so ein bisschen das stoppen will, dass quasi mit dem E-Auto nicht das Gleiche passiert, was mit dem Verbrenner passiert ist, dass quasi jeder sich ein Auto angeschafft hat, diese Individualmobilität quasi das Highlight ist, ja, dass jeder, also es soll doch nicht mal jeder ein Auto haben. Und damit wird das doch wahrscheinlich schon mit den E-Autos ganz anders werden, als mit Verbrennern waren. Das ist so mein Gedanke, den ich da so im Kopf habe. Ja. Und deswegen, klar, wird dann trotzdem E-Autos kommen. Ja, wir kommen wieder zurück zum Text hier. Ja, außerdem sagte er ja, dass der Übergang von konventionell angetriebenen Autos hin zu vollelektrischen Modellen mit Hilfe von Nissans E-Power-Technologie erfolgen werde. Dabei handelt es sich eher um unkonventionelle Hybrid-Setups, bei dem der Verbrenner als Generator fürs Laden der Batterie fungiert. Die Räder werden von ihm nicht angetrieben, ganz so wie es Mazda mit dem Wankelmotor im Crossover MX-30 macht, das wusste ich gar nicht. Ja, das heißt, der Verbrenner wird nur noch die Batterie laden, aber nicht mehr die Räder antreiben. Und sie wollen wohl hier diese Fahrzeuge weiter optimieren. Und zwar wollen sie den Wirkungsgrad des Verbrenners auf 50% verbessern. Was wohl ein sehr beeindruckender Wert wäre, den wohl schon der ein oder andere chinesische Hersteller wohl schon erreicht hätte. Ja, Bailey wies nochmal darauf hin, dass die Emissionsregularien in einigen Teilen der Welt weiterhin entspannt sind, also nicht so streng wie in Europa. Entsprechend werden wir der Autobauer sein, da Modellangebote an regionalen Erfordernisse anpassen. Die Verbannung des Verbrenners kommt also wohl in unterschiedlichem Tempo und bereits vorhandene Verbrenner werden wahrscheinlich optimiert, um für striktere Regularien fit zu sein. Ja, und das klingt natürlich nicht so wie Stopp, Aus, Ende, wir bauen nur noch E-Autos, wir stoppen das alles. Klar, auch das ist ein langsamer Übergang, was völlig, völlig klar ist, ja. Denn in Afrika und sowas, da ist ja auch, ja, oder in anderen Ländern überhaupt, ja, die sind ja froh, wenn sie erstmal ein Auto haben, was vielleicht einen Katalysator hat oder so. Ja, ja, aber trotzdem ist das zumindest ein klares Zeichen von Nissan, was ich persönlich gut finde. Mal sehen, wie es da ja weitergeht. Ja, und dann kommen wir auch schon zu Nummer 4, Ora 7. Und erinnert euch vielleicht, da herrscht irgendwie GWM, heißt der Hersteller. Das ist übrigens von T&E Magazin, kann ich sehr empfehlen. Liegt überall aus, wo Elektroautos auch laden können und so. Ja, und natürlich kann man das auch bestellen. Findet auch einen Link bei mir unten in der Videobeschreibung. Und da kostet ihr es halt nur den Versand. Das Heft selber kostet gar nichts. Und da geht es auch rund um E-Mobilität. Und das finde ich echt ein sehr interessantes Heft. Ja. Und da hat jemand jetzt hier zumindest einen Bericht drüber, über den Test des Ora 7. Und ich sag mal so, ohne selber das Fahrzeug im Original in Natura gesehen zu haben, das sieht schon von der Größe her aus fast wie ein Tesla Model S wahrscheinlich. Und hier hat ein Oliver, hat sich den quasi angeschaut und hat einen Bericht abgeliefert hier unten. Ihr könnt schon mal sehen, die Form. Es gibt ja diesen kleineren Ora, und zwar dieser Ora Funky Cat, der hat mir noch gar nicht gefallen. Ich glaube, da gab es auch ein bisschen am Anfang, glaube ich, Sicherheitsprobleme.
Mittlerweile hat ja auch die Firma, glaube ich, auch ihre Zentrale in München oder so zugemacht. Das war auch jetzt in den letzten Wochen in den Schlagzeilen. Aber trotzdem, sag ich mal, kann man wahrscheinlich so ein Fahrzeug kaufen, weil jetzt kommt nicht im Text später noch rüber. Also es gibt Werkstätten, wo man das Auto reparieren lassen kann, wo man das auch warten lassen kann, weil das wohl eine Gruppe übernimmt. Kommen wir gleich dazu. Ja, ansonsten hier das Design. Ja, also vorne ja wieder mal so ein bisschen Model 3 Anleihen. Ja, Motorhaube, Kotflügel, Front so ein bisschen. Klar, ein anderer Spoiler unten. Ja, genau so heißt ja der Anbieter, chinesische Anbieter, Kretwal Motors, deswegen GWM, ist 2023 in Deutschland mit dem Ora 3 mit über 4.600 Neuzulassungen zufriedenstellend gestartet. Das habe ich auch gestaunt. Ich habe den noch nie gesehen im Straßenverkehr. Umso erstaunlicher, dass es doch so hohe Zulassungszahlen gibt. Und jetzt haben sie quasi das neue Fahrzeug, und das ist der Ora 7. Und da kann man schon sehen, ziemlich langgestreckt, auch versenkte Türgriffe. Und ich sag mal so, die Seitenlinie ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, sieht eigentlich ganz schick aus. Ja, ja, 4,87 Meter. Ich weiß nicht, was ein Model S, wie lang ein Model S ist. Ist eine ordentliche Länge mit viel Platz auf jeden Fall. Und ihr habt da drei verschiedene Ausstattungen. Ihr habt zwei Motorvarianten, zwei Akkugrößen und es geht los bei 42.000 Euro. Was auch wieder so, ja, Model 3 Anleihe ist vom Preis her. Ja, so sieht er innen aus, auch wieder mit Glasdach, auch mit so einem Querbalken oben am Dach. Ich finde, das sieht auch ganz schick aus. Ja, die Lederfarbe muss jeder selber wissen, ist auch kein echtes Leder. Ja, ist veganes Leder, wie jetzt überall neuerdings, ja. Und es ist schon ein Unterschied, wenn man in einem Auto, wahrscheinlich ist das auch oldschool, ja. Ist echtes Leder oldschool? Was sagt ihr dazu? Ich finde natürlich schon, was mir bei diesem veganen Leder so fehlt, ist der Geruch, ja, der Ledergeruch, was auch so in meinem Kopf zumindest noch was Hochwertiges auslöst, ja, dass es hochwertig ist, gediegen ist und das fehlt mir so ein bisschen bei den ganzen veganen Ledern. Ja, ansonsten Farbe, ich finde die eigentlich nicht schlecht, auch viel Platz hier, hier drinnen. Da schreiben sie auch ein angenehm anderes Innen- und Außendesign, ja, und sie sagen, sie empfinden es hier als marktbelebend. Hier haben wir das Heck nochmal und ich sage, das Heck gefällt mir eigentlich, zumindest die Rückleuchten gefallen mir, weil die so ein bisschen so Bentley-mäßig, da gab es mal so einen Bentley, der hatte so eine Rückleuchten. Und jetzt kommt, was ganz wichtig ist, Importeur ist die Emily Frey-Gruppe, die ich gar nicht kenne, die mit seinem angeschlossenen Händlernetz den Vertrieb organisieren und so hat man quasi auch deutschlandweit ein Händler- und Servicenetz und man genießt auch ein umfangreiches Garantiepaket. Also kann man eigentlich nicht viel falsch machen damit, ja. Ja, das ist jetzt der Innenraumdesign. Ich finde das eigentlich wirklich mal schick, was anderes. Klar, zentraler Bildschirm haben wir jetzt immer. Wir haben aber wieder hier, wie früher, Rundinstrument über den Lenkrad. Ansonsten alles in der gleichen Farbe. Und ja, Mittelkonsole, ich weiß, die einen sagen, braucht man nicht. Die anderen sagen, sieht schick aus. Ja, ich sag mal, ich finde das eigentlich auch schick. Ja, mal was anderes. Klar, man muss drin sitzen, um es auszumachen. Ihr habt aber auch ein paar Schalter. Das finde ich auch gar nicht so schlecht. Ja, ihr wisst ja, viele möchten ein paar Schalter haben. Was man gar nicht braucht, kann man hier aber auch nicht erkennen. Ich finde das trotzdem wenig Schalter. Guck mal, hier unten habt ihr gar keine Schalter, wo die Flasche drin steckt. Ich finde das eigentlich nicht schlecht, das Design. Könnt ihr mal schreiben, was ihr dazu sagt zu dem Design. Ich finde das eigentlich nicht übel. Ja? Ja. Und ihr habt nicht zu viele Schalter, aber habt ein paar Schalter. Übrigens ist mir auch aufgefallen, in diesem Peugeot 2008, den ich gefahren habe, da habe ich für die Klima keinen Schalter gefunden, um die Temperatur mit einem Schalter quasi zu verändern, ja, wärmer, kälter zu machen. Ich musste immer ins Klimamenü gehen. Vielleicht habe ich es aber auch nur nicht selber gefunden, keine Ahnung, aber ich habe es nicht gefunden. Es wäre natürlich blöd, wenn man ins Menü gehen muss, aber das nur so am Rande. Ja, okay, die Basis stellt einen Frontmotor dar mit 150 kW, 204 PS, 340 Newtonmeter und 8,2 Sekunden 0 auf 100. Und es ist auf 170 km maximal begrenzt. Ihr habt einen Akkupack von 67 Kilowattstunden, was völlig ausreicht. Und eine Reichweite von bis zu 440 km. Da muss man sehen, was dann die Realität draus macht. Hier nochmal ein Bild von der Seite. Und ich finde auch, das sieht echt schick aus. Ja, vielleicht ein bisschen wuchtig die Mittelkonsole, ein bisschen weit nach oben gehend, aber trotzdem eigentlich schick. Ja, da gibt es noch eine GT-Variante. Da habt ihr zwei E-Motoren und habt Allradantrieb, habt 408 PS. Und habt 4,8 Sekunden auf 100, was natürlich echt ein absoluter Spitzenwert ist. Aber auch hier ist bei 180 ein bisschen Schluss. Und das finde ich ein bisschen blöd. Für eine GT-Variante hätte ich mir schon 200 km Minimum gewünscht. Ja, ja, dann habt ihr hier nochmal die Front vorne. Und ihr seht schon, das finde ich ein bisschen komisch. Also sehr zerklüftet, kein Frank. Ist mit Tesla gar nicht zu vergleichen. Verstehe ich nicht, wie man sowas machen kann. Kofferraum, ja, ist auch ziemlich klein, schmale Luke, im Grunde auch wie bei Tesla und natürlich durch die Bügel rechts und links. Ich glaube, dass der noch schmaler ist oben als beim Tesla. Ja, also der Kofferraum überzeugt mich auf den ersten Blick gar nicht. Man kann auch irgendwo lesen, ich glaube, es sind 333 Liter. Ansonsten laden könnt ihr mit 11 kW
Und am Schnelllader mit 88 kW, was auch wenig ist, also das ist ein relativ schlechter Wert. Sie schreiben ja 10-80% in 36 Minuten. Im großen Akku braucht er eine Dreiviertelstunde. Und das ist natürlich echt, das verstehe ich nicht. Da sieht man wieder, wie weit Tesla ist. Ich meine, klar, das ist vielleicht ein neuer Hersteller. Tesla hat schon viel Erfahrung. Aber trotzdem, ja, 170 Kilowattstunden im Standard Model 3 ist ein Spitzenwert. Und ich weiß, er sinkt relativ schnell. Aber ihr könnt trotzdem, sag mal, bis zum Stand von 70-80% könnt ihr zügig laden und das ist ja der entscheidende Wert, ja. Und das ist natürlich echt krass, ja. Ansonsten schreiben sie auch, die Verarbeitungsqualität wäre wohl sehr gut, ja, Spaltenmaße, Lacke, alles schick und wie gesagt, Kunstleder auf hohem Niveau innen drinne. Ja, wie ich schon sagte, Gepäckraum 333 Liter mit umgeklappten Sitzen 1045. Ansonsten ist vieles serienmäßig in allen drei Varianten. Auch interessant, ihr schreibt ja alle drei Varianten. Ich habe hier nur noch zwei Varianten gefunden. Und ihr habt nahezu das volle Spektrum an Assistenzsystemen und Multimedia-Systemen immer dabei. Ihr habt auch ein Head-Up-Display dabei. Also wir haben wohl keine Wünsche offen gelassen. Das Fahrwerk macht einen straffen, komfortablen Eindruck mit sportlichen Gehen. Ja, auch die Lenkung macht einen direkten Eindruck. Es macht wohl richtig Spaß, damit zu fahren. Lediglich die Verkehrszeichenerkennung könnte etwas präziser sein. Ihr habt doch nochmal so den Heckabschluss. Ja, ich finde eigentlich nicht schlecht, ja. Ja, die Klappe ist ein bisschen komisch. Zumal die ja nicht bis runter geht, ja. Die geht ja wirklich nur bis zur Hälfte. Das ist ein bisschen komisch. Also, ja, das Design ist schon gewöhnungsbedürftig ein Stück weit. Aber ja, mal was anderes, ja. Ja, und ihr habt auch ein 360-Grad-Kamerasystem. Und natürlich asiatypisch ständiges Gebimmel und Gebämmel. Und das ja, ist natürlich nervig. Aber auch das lässt sich ja hier in Europa abschalten. Ja, denke ich mal, mit Software kann man das ja verändern. Ja, jetzt nochmal ein paar Hinweise zur Verkehrszeichenerkennung. Peugeot hatte das auch, der neue. Also, wir reden vom Benziner. Und die hat auch so schlecht funktioniert. Ja, ich habe auch Autobahnabschnitte gehabt, da war da 50 angezeigt. Also das scheint noch nirgendwo zu funktionieren. Und wenn ich mal dran denke, jetzt hat ja die EU vorgeschrieben, dass alle Fahrzeuge müssen quasi bümmeln, wenn man zu schnell fährt. Kann man ausschalten, muss man wieder einschalten. Ist ja echt nervig und ich bin nicht froh, dass das meiner noch nicht macht. Ja, weil, ich sag mal, wenn da der falsche Wert angezeigt wird, wird ständig gebümmelt, man muss ständig ausschalten. Ich sage mal, solange wie das nicht hundertprozentig funktioniert, ja, kann die EU eigentlich nicht vorschreiben, okay, es muss bimmeln, wenn er zu schnell fährt. Ich meine, die Idee ist ja nicht schlecht, aber dann muss ja die Verkehrszeichenerkennung richtig funktionieren. Ja, ja, das nochmal dazu, dann nochmal zum Fahrwerk. Da habe ich nochmal wirklich gemerkt, dass das Fahrwerk im Tesla Model 3 schlecht ist. Ich rede nicht von dem neuen Modell, vom Highland, sondern von dem Vorgängermodell. Da merkt man auch das deutlich in diesem Peugeot, da ist wirklich weich wie eine Sänfte. Ja, das wollte ich nochmal sagen dazu. Ja, ich glaube, das war's. Ja, also schreibt mir mal in die Kommentare, ob das für euch ein Fahrzeug wäre. Ich meine, der Preis ist eigentlich nicht schlecht. Ja, da beginnt es ja auch mit dem Tesla oder noch ein bisschen teurer. Übrigens habe ich da noch ein paar Kommentare gefunden dazu, oder? Nee, das war ja nicht. Ja, schreibt mir eure Meinung, wie ihr das Fahrzeug findet, wie es euch gefällt, ob das für euch eine Alternative wäre. Also sag mal so vom Laden her, auf Reisen ist ja eigentlich ein Reisefahrzeug, finde ich das schon einen schlechten Wert. Vielleicht kann man den mal später mal per Update verbessern. Ja, also da ist ein Tesla wahrscheinlich immer noch das bessere Fahrzeug. Ja, okay, so viel dazu. Wir kommen zu Nummer 5. Urlaub mit dem E-Auto immer noch problematisch. Und das ist eine Meldung, ich muss gleich euch vorwarnen, das ist Heise Online, aber Heise Plus. Das heißt, es ist ja nur der Bezahlschranke. Man kann ein bisschen was lesen. Ich habe es trotzdem mit reingenommen. Ich meine, wer von euch vielleicht dort sowieso das bezahlt, kann ja das dann vollständig lesen. Ich wollte es jetzt nicht gegen Geld freischalten. Aber was ich hinaus will, ja, das kann man im Grunde schon hier so lesen. Und das ist, ich verstehe es immer noch nicht. Ja, also ist echt krass, ja. Urlaub mit dem E-Auto, was Sie beim Laden im Ausland beachten sollten. Ja, also immer noch ist es im Grunde kein Problem, damit ins Ausland zu fahren. Vorausgesetzt, man plant im Voraus und bucht die richtigen Ladetarife. Das eigene Auto ist das bevorzugte Verkehrsmittel auf dem Weg in den Urlaub. Mit einem Verbrenner unter der Haube müssen Sie sich auf der Fahrt an die Côte d'Azur oder dänische Nordseeküste keine Gedanken machen und mangelnden Kraftstoff machen. Ja, habe ich alles schon durch. An der Côte d'Azur war ich mit dem Tesla, an der Nordseeküste war ich auch. Wer hingegen ein E-Auto reist, sollte sich vor Abfahrt gut informieren. Andernfalls drohen teure Überraschungen. Zum Glück haben wir dank einheitlicher Stecker und Buchsen stellt die Fahrt von München zum Nordkap oder von Hannover nach Neapel in der Theorie kein echtes Problem mehr. Da wäre dann nicht das leidige Thema Ladetarife. Und das sage ich ehrlich, erstens, und ich weiß, manche können es nicht hören, aber erstens, für alle Tesla-Fahrer ist schon seit mindestens 5 Jahren, ja, ist das völlig, ihr müsst euch überhaupt nicht vorbereiten, ihr müsst keine Ladeplanung machen, ihr könnt völlig frei fahren wie mit einem Benziner oder Verbrenner an sich.
Der erste Punkt. Der zweite Punkt. Dank Tesla können jetzt alle anderen, die E-Auto fahren, genauso entspannt fahren wie alle Tesla-Fahrer. Ja, meldet euch einfach an. Klar, das ist eine Gebühr, ich finde das nicht schön, aber die ist noch relativ günstig im Verhältnis zu anderen. Ich glaube, 10 Euro zahlt ihr. Und dann habt ihr die gleichen Tarife wie ein Tesla-Fahrer. Es geht ja auch ohne diese 10 Euro, weil ihr mehr bezahlen könnt, das auch machen. Ja. Und dann habt ihr keine Ladeplanung. Und deswegen kann ich nur dafür werben. Ich meine, ich mache das nicht, damit die Ladesäulen von Tesla voll sind, ich dann später mal an der Schlange stehe. Um Gottes Willen, das will ich auch nicht. Ja. Aber um die anderen Anbieter dahin zu bringen, so einfach zu sein wie Tesla, ja, geht es ja nur, indem ihr diese Ladesäulen links liegen lasst. Ja. Nehmt die von Tesla, ihr müsst da ist das alles kein Thema, da kann man sich den ganzen Beitrag sparen. Und man weiß nicht, ob das später noch kommt, vielleicht kommt das in dem Text drin, ja. Aber eigentlich hätte die Schlagzeile laden sollen, außer mit Tesla ist doch noch einiges im Urlaub zu beachten. Ja, oder wenn ihr in den Urlaub fahren wollt und euch keine Gedanken machen wollt über Ladeplanung, ladet bei Tesla. Ja, so hätte es eigentlich das ist echt Wahnsinn, dass immer noch so eine Meldung durch das Internet geistern, ja, dass man immer noch, ich meine, wenn das Otto Normalverbraucher liest, das, der noch nie E-Auto gefahren ist, der sagt, also das Thema ist für mich durch, die haben da eine Macke, das mache ich doch nie im Leben. Ja. Und deswegen ist so eine Schlagzeile echt kontraproduktiv, zumal das nicht mehr so ist. Es gibt jetzt Möglichkeiten, das problemlos zu umgehen, ohne große Probleme. Es ist echt der Hammer. Ja, ja, deswegen muss ich das mal erwähnen. Also alle, die jetzt hier zugucken und noch einen Verbrenner fahren, überlegen, ob sie ein E-Auto fahren, lest sowas nicht, ja. Also ja, meldet euch bei Tesla an und alles ist schick, ja. Ihr müsst keine Karte ranhalten, ihr steckt Stecker ran, macht ab und fahrt. Gut, natürlich, wenn ihr kein Tesla-Fahrzeug habt, müsst ihr mit der App, glaube ich, das nochmal, die Ladesäule nochmal freischalten. Ja, das ist ein kleiner Nachteil, wenn man nicht Tesla fahren will, was ich ja verstehen kann, es gibt auch andere schöne E-Autos, aber ansonsten müsst ihr nichts mehr beachten. Es ist wie beim normalen Tanken fahren, ja. Ist schon eine krasse Nummer, ja. Dass sowas noch heutzutage durchs Netz geistert. Ja. Muss nicht mal loswerden. Ja, Nummer 6, Ford startet Serienproduktion und ich weiß, wir sind jetzt, glaube ich, im Bereich, ich denke mal, das ist ein, ich weiß nicht, ob ich ein Foto finde, weiß ich das mal hier einblenden, ja genau, es ist ein ziemlich großes Auto, es ist ein großer SUV, der Explorer ist kein kleines Auto und da kommt jetzt voll elektrisch und wird jetzt in Köln produziert, ja, das ist eine Meldung von golem.de, glaube ich, genau, Ford startet Serienproduktion des Explorer in Köln. Fortsetzt beim Bau des vollelektrischen Explorer nicht nur auf VW-Technik, sondern auch auf hunderte Roboter-KI in einen digitalen Zwilling des Werkes. Das ist echt interessant. Ja. Also das finde ich auch mal interessant, nicht nur was das E-Auto an sich betrifft. In einer Verspätung von rund 9 Monaten hat Ford die Produktion seines ersten vollelektrischen PKW in Deutschland gestartet. Ja, PKW würde ich so nicht sagen. Mit dem Ford Explorer rollt in Kölner Electric Vehicle Center nun das erste Volumen Elektromodell vom Band, der die Vorhut einer neuen Generation von Elektro-Pkw auf den europäischen Markt bildet. Noch in diesem Jahr startet die Produktion eines sportlichen Crossovers als zweites Elektromodell aus Köln. Also da geht's jetzt los. Ja. Sie haben auch verwenden den gleichen modularen E-Antriebsbaukasten von Volkswagen. Ja, und sie schreiben auch hier, ja, damit markieren wir den Beginn einer neuen Ära für Ford in Europa. Das Unternehmen investierte 2 Milliarden Euro in das Kölner Werk. Ja, und dort arbeiten 600 Roboter, ich meine, macht Tesla genauso, ja, vielleicht sogar noch viel mehr. Mit Hilfe eines digitalen Zwillings lassen sich in einem neu errichteten Kontrollzentrum der gesamte Fertigungsprozess in Echtzeit überwachen. Das ist ja auch krass, ja. Und die haben sogar selbstlernende Maschinen. Ja, also Wahnsinn, wie das vorangeht. Und hier seht ihr nochmal, ich werde nochmal ein paar Bilder einblenden. Ja, sieht echt schick aus, ja. Also, wie gesagt, ich bin kein SUV-Fan, vielleicht wäre ich es mal noch, ja, aber ah, das sieht schon schick aus. Man sieht schon, dass es eine andere Generation von Fahrzeug ist, finde ich es auf den ersten Blick, ja. Ja, der Ford Explorer ist bereits seit Ende März 2024 bestellbar. Das Basismodell beginnt bei 48.500 Euro. Der Explorer in der Extended Range Version soll nach dem Prüfzyklus 602 Kilometer weit kommen. Die nutzbare Akkukapazität beträgt 77 Kilowattstunden. Dann gibt es noch die Allrad-Version, der hat dann 79 Kilowattstunden, nicht viel größer, kommt auch weniger weit, ja, 566 Kilometer. Und ihr könnt sogar mit 185 kW deutlich schneller laden als der Hecktriebler, der nur auf 135 kW kommt, wo ich sage, okay, ist ein guter Anfangswert, ja. Und die Allrad-Version liegt bei 52.400 Euro. Lieferfrist beträgt aktuell 16 Wochen. Ich finde den Preis für so ein großes Auto eigentlich gar nicht mal so hoch. Und jetzt überlege, ihr holt euch das teuerste Tesla Model 3, seid ihr bei 55 oder so. Ich habe lange nicht mehr reingeguckt bei Tesla an die Preise, aber ich sag mal, für so ein großes Auto ist das eigentlich da doch angemessen. Ich denke mal, ein Verbrenner wird auch nicht viel günstiger sein.
Aber Ford kündigt noch eine kleinere Version mit kleineren Akku an, soll Ende des Jahres auf den Markt kommen und soll dann bei 42.500 Euro starten. Also man sieht schon, der Preiskampf beginnt. Ja? Wird immer mehr ersichtlich. Ja? Ich sage mal, vor 3 Jahren wäre, glaube ich, dieser Preis noch nicht möglich gewesen bei Ford. Ja? Ja, schreibt mal, was ihr von diesem Fahrzeug haltet, ob euch da gefällt. Ich finde eigentlich ganz schick. Und wer jetzt so auf SUV steht, finde ich das echt eine coole Alternative. Ja. Okay, so viel dazu. Also ihr seht, es geht voran, Stück für Stück. Ja, sind wir bei Nummer 7. Ja, Batteriefabrik pausiert. Und das ist auch so ein Thema. Das ist auch nochmal, glaube ich, golem.de. Ja, Bau von Batteriezellfabrik in Kaiserslautern pausiert. Und das ist nicht die einzige. Das heißt, man merkt schon, man hat doch mehr Absatz erwartet. Und ich denke mal, das ist ein Stück auch geschuldet der Situation, dass die Regierung so auf Knall auf Fall diese E-Auto-Prämie komplett kassiert hat, über Nacht quasi, dass da schon viele Projekte angeschoben waren, man sich schon ausgerechnet hat, was man für Autos in der Zukunft verkaufen wird und dann auf einmal dieser harte Schnitt, ja, was ich nicht verstehe, was ich nach wie vor nicht nachvollziehen kann, warum das ein harter Schnitt ist, ist auch nie irgendwo mal was kommuniziert worden, warum der Schnitt so hart war, was der Grund dafür war. Ich meine, wenn ihr das wisst, schreibt mal in die Kommentare, aber ich habe da nichts davon gefunden dazu, ja. Es hat im Grunde diese ganze, die ganze Batterie-E-Auto-Industrie so richtig ein Stück weit ins Wanken gebracht, ja. Ich meine, das kann ja nicht der Grund gewesen sein. Ja, okay, die schreiben hier, der Hersteller ACC ist sich nicht mehr sicher, welche Akkutechnik in der neuen Fabrik produziert werden soll. Ist ja auch klar, wenn ich die Batteriefabrik lange plane, ja, dann plane ich auch natürlich spezielle Akkus dort zu bauen, dann dauert das lange, ich überlege, ja, lohnt sich es nicht, es vergehen ein paar Jahre und es kommen neue Batteriegeschichten auf den Markt, naja, ich will ja in der neuen Fabrik keine alten Batteriezellen bauen, ja, also was man nachvollziehen kann. Ja, und jetzt sagte der Generalsekretär von ACC, er sprach von einer Pause, der Markt für Elektroautos entwickelt sich langsamer als erwartet. Außerdem gibt es Hindernisse bei der Infrastruktur und hohe Materialpreise. Wofür wir investieren, und wir sprechen von Milliarden, müssen wir die Frage beantworten, welche Art von Batteriezelltechnologie der Markt erfordert. Ich kann jetzt schon sagen, aktuell LFP. Ja. Entscheidung hast du nach einem halben Jahr erwartet, denn man soll bis Ende dieses Jahres oder Anfang kommenden Jahres entschieden werden, wie es weitergeht. Ich denke mal Anfang kommenden Jahres. Und ACC ist ein gemeinsames Unternehmen der Autokonzerne Mercedes-Benz, Stellantis und Peugeot, Opel und Fiat gehören ja auch dazu und sogar Total. Nach eigenen Angaben baut ACC derzeit in seinem ersten Werk im nordfranzösischen Billy-Berglau-Dorfrieden, ich kann kein Französisch, konventionelle Lithium-Ionen-Batterien auf Basis von Nickel, Mangan und Kobalt. Ja, ich sag mal, das ist schon ein Stück weit noch, wird das langsam zur alten Generation. Andere Hersteller setzen auch bereits verstärkt auf günstige und robuste LFP-Akkus. Ja, aber hier dieser CTO sagt, die Technologie von morgen wird die Feststoffbatterie sein, die wesentlich höhere Speicherkapazitäten bietet. Also könnte man jetzt unterstellen, die warten jetzt so lange, bis die Herstellung von Feststoffbatterien ja, funktioniert und dann würden sie gerne gleich das bauen, was ja auch vernünftig ist. Ja, ja, das Projekt am Oberstandort Kaiserslautern wird mit Steuergeldern in Höhe von rund 437 Millionen Euro unterstützt. Ja, Subvention, China, ja, Europa, nein, nee, auch Europa. Und sie gehen davon aus, dass rund 2000 Arbeitsplätze entstehen sollen. Und im Jahre 2030 sollen dann Batteriezellen für 600.000 E-Autos im Jahr produziert werden. Ja, und erst in der vergangenen Woche hat der chinesische Hersteller S-Volt den Bau einer Batteriezellfabrik im brandenburgischen Lauchhammer auf Eis gelegt. Porsche soll ebenfalls den Bau einer Batteriezellfabrik in der Lausitz vorerst aussetzen. Grund dafür seien die schwache Nachfrage nach E-Autos und Überkapazitäten bei Batteriezellen. Ja, und die unsichere wirtschaftliche Lage. Meine Meinung. Ja, also man sieht schon, dass hier echt ein großer Dämpfer hier entsteht, was schon dafür spricht, dass vielleicht mal nicht mehr so viele E-Autos produziert werden, wie vorher Verbrenner und gefahren werden, weil sich das so alles ein bisschen gerade dreht, weg von der Individualmobilität. Wo ich persönlich noch froh bin, dass ich es noch erleben darf, weil es ist für mich natürlich auch ein Stück weit Luxus und ein Stück weit Komfort, ja, den ich nicht missen möchte. Ja, und dann wird ja im Alter wahrscheinlich zunehmen, dieser Wunsch nach Komfort, gehe ich mal davon aus. Ja, auch da könnt ihr gerne mal schreiben, was ihr davon haltet, dass jetzt europaweit die Batteriefabriken so ein bisschen erstmal gestoppt werden. Das ist ja ein klares Indiz, ja. Interessant. Okay, Nummer 8.
Und das ist also da die Hammer-Aussage, wo ich sage, ey Leute, auf welchem Planeten lebt ihr? Ecomendo.de, ja, Elektroautoladen bei Aral, 79 Cent je Kilowattstunde sind ein fairer Preis. Ich weiß nicht, ob man das nur sagen kann, wenn man Manager ist und jeden Monat oder jedes Jahr Millionen verdient. Ich meine, da sind wir doch mal ehrlich, wenn man so ein Einkommen hat von mehreren Millionen im Jahr, da ist man doch komplett raus, Verhältnis Preis-Leistung. Ja? Also was ist der Durchschnittsverdienst in Deutschland? Was kostet der ganze Lebensunterhalt? Ja, was muss man verdienen, um ein halbwegs gutes Leben führen zu können? Ist man komplett raus aus der Nummer, wirklich komplett. Ja, aber wir wollen nicht ins Politische abschweifen. Ja, der Chef von Aral, Achim Bode, verteidigt in einem Interview in der Frankfurter Allgemeine die hohen Preise. Und er schreibt grundsätzlich, an Ladesäulen mangle es bisher nicht. Die Infrastruktur in Deutschland sei für den heutigen Bedarf absolut ausreichend. Ja, auch das ist natürlich ein Signal, was reicht. Wir müssen erstmal keine neuen Ladesäulen bauen, es sind genug da. Was deren Auslastung angehe, sei man sicher nicht an der Kapazitätsgrenze. Im Gegenteil, die Ladenetze hat noch viel Potenzial. Das heißt, die, die da sind, werden nur zu einem ganz geringen Teil genutzt. Und ja, das stimmt, wir haben auch hier in Halle vorne eine Aral-Tankstelle mit mehreren Ladesäulen, ich glaube 5, 6, 7 Ladesäulen, Schnellladesäulen, und da steht, wir haben mal ein Auto, mal zwei oder gar keiner davor. Ja, dann nochmal eben der Hinweis, okay, wie viele Ladesäulen gibt es und sowas. Aber wir bei Aral konzentrieren uns auf den Markt für ultraschnelle Ladepunkte mit mindestens 150 Kilowattstunden. Ja, ultraschnell ist das nicht. Das kann ich gleich sagen. Ja. Aber gut, sagen ja mindestens. So können Sie bei uns je nach Batterie in 10 Minuten bis zu 300 Kilometer weit nachladen. In dieser Kategorie sind Sie die Nummer 2. Und im vergangenen Jahr habe man 100 Millionen Euro in den Ausbau der Infrastruktur für Elektromobilität investiert. Ja, die Dauer der Baugenehmigung für die benötigten Transformatoren und die Bürokratie um den Stromnetzzugang bremse das Unternehmen jedoch. Das kann ich mir gut vorstellen. Und bis 2030 wolle man in Deutschland 20.000 Ladepunkte haben. Ja, und dann auch interessant, das habe ich letztes Mal weggelassen, muss ja clustern meine vielen Meldungen, ja. Ja, das Bundeskabinett hat ja beschlossen im Mai, dass es gesetzlich eine Verpflichtung ist, große Tankstellen müssen ab 2028, obwohl 80 könnte auch hinkommen, jeweils einen Schnellladepunkt mit einer Ladeleistung von mindestens 150 Kilowattstunden ihren Tankstellen anbieten. Ja, und da sagt hier der Aral-Chef, Planwirtschaft funktioniert nicht. Das würde zu Fehlinvestitionen führen, was ich ein Stück weit nachvollziehen kann. Und jetzt kommen wir zum Preis, ja. Und er schreibt, das Aufladen von E-Autos ist oftmals unterwegs teurer. Der Strom kostet dann mehr als Benzin und Diesel. Wir berechnen 79 Cent je Kilowattstunde als Standardtarif. Das ist ein fairer Preis angesichts unserer hohen Investitionen. Und das ist für mich Wucher. Das ist kein fairer Preis, das ist Wucher. Ihr könnt gerne mal schreiben, wie ihr das seht. Ich finde das Wucher. Ja, und zwar die hohen Investitionen für den Aufbau des Ladenetzes und des Ladekomforts, den mit unseren ultraschnell, ich finde diese Bezeichnung ja ultraschnell, schnell hätte völlig erreicht, ja, Ladepunkten bieten. Der typische E-Autofahrer lade seinen Wagen nicht nur in einer Schnellladesäule von Aral auf, sondern auch daheim oder am Arbeitsplatz, und dort seien die Kosten niedriger. Und das, den Satz, finde ich eine Unverschämtheit. Ja, das ist wie, meine Brötchen kosten 10 Euro das Stück. Und dann darf man nicht vergessen, die meisten essen eh Brot. Ich meine, es ist doch ja, es ist unglaublich, ja. Würde ja bedeuten, wenn jetzt die Ladepreise zu Hause oder am Arbeitsplatz extrem steigen würde, ja, dann würde natürlich Aral seine Preise senken, weil dann ist es ja keine Mischkalkulation mehr, die unterm Strich günstiger wird. Weil dann müssten Sie diesen Part übernehmen, dann müssten Sie sagen, okay, wir bieten 30 Cent, weil ja das Laden zu Hause am Arbeitsplatz so teuer ist. Ja, ich finde das eine Unverschämtheit, dass man sich einfach, ja, ist ja nur ein Argumente vorgeschobenes, sich einfach auf diesen niedrigen Preisen, die niedriger sind, woanders einfach ausruht und sagt, naja, selbst schuld. Ich lese daraus, du musst nicht bei uns laden. Das lese ich daraus und ich mache das auch nicht. Ja. Als Testerfahrer sowieso nicht. Das sei eine Mischkalkulation. Ja, aber damit haben Sie nichts am Hut. Ja, weil Sie ja können den Preis nicht beeinflussen, den wir zu Hause haben und am Arbeitsplatz. Ich finde das echt, also den Satz finde ich echt eine Unverschämtheit. Ja, und Aral hat auch schon ein paar Wasserstofftankstellen, die gibt es nun nicht mehr. Und wahrscheinlich müssen auch die mit kompensiert werden, diese Kosten, die sie hatten, um diese zu bauen. Obwohl ich auch glaube, dass da Riesenförderungen gelaufen sind. Ja. Es ist echt eine Unverschämtheit. Da gibt es noch ein paar schöne Kommentare.
Hier schreibt jemand, ja, ja, man darf ja nicht vergessen, dass der Bau von Ladepunkten durch den Staat gefördert wird, ja, also die Investitionen also vermindert, und vor dem Hintergrund ist die Aussage eine bodenlose, realitätsferne und arrogante Äußerung. Ja. Das sehe ich ganz genauso. Oder der Nächste schreibt, man will uns die gleiche mehr aufbieten wie die vollkommen überteuerten Spritpreise an den Autobahnen. Ja, Hauptgrund ist aber hier die Geldgier der Aktionäre, der CEOs der Firmen. Die Ladetarife müssen bei 35 Cent im Free-Tarif anfangen, und wenn sie schon so eine Schnellladesäule anbieten mit 150 kW, dann müssen die auch garantiert werden. Das heißt, nur 80 kW reale Ladeleistung, dann auch nur der reale Tarif halbiert. Das ist auch ein interessanter Punkt. Ist natürlich schwierig umzusetzen, weil ich sag mal, man weiß nie, woran es liegt. Das kann auch am Fahrzeug liegen. Aber ich sag mal so, so wie er sich einfach beruht auf die Preise zu Hause und das so als mit in seine Kalkulation mit reinnimmt, dann wäre es wirklich so was legitim, sagen, Moment mal, ich bin mit alten Akku gekommen, da habe ich nur 40 kW gezogen. Ja, dann kriegst du auch noch den Preis für diese Ladeleistung. Dann kann ich auch sagen, ich kann doch nichts dafür, wenn das Auto kalt ist. Das sieht man schon, wie unverschämt dieser Satz wirklich ist. Ja, und hier schreibt jemand noch ganz lustig, hier zeigen sich bereits die verheerenden Folgen der Cannabis-Freigabe. Es ist genau mein Humor, sag ich mal. Ja. Das liebe ich ja. Dann hier schreibt der Nächste, und das sehe ich genauso. Was bin ich froh, dass ich seit 5 Jahren auf der Strecke fast nur bei Tesla lade. Das sehe ich genauso. Ich bin ja auch mal letztens mit meinem Tesla in Berlin gewesen, habe gedacht, mittlerweile ist es echt Wahnsinn, wie weit er mit den Fahrzeugen kommt. Ich kann nach Berlin und zurückfahren, ohne zu laden. Aber ich habe mir gedacht, nee, ja, fährst da hin, und da gibt es auch öffentliche Ladesäulen in der Straße, wo ich hin wollte, lädst du dort. Und ja, okay, da kostet dann der Strom 55 Cent, ja, ist nun mehr, aber ja, komm, machst du mal. Ist ja hier, wie bei Aral, ist ja eine Mischkalkulation, ja. Zu Hause lädst du wieder weniger nach. Ich konnte nicht laden, ja, weil beide Ladesäulen haben nicht funktioniert. Ich habe alles probiert, QR-Code an der Säule, Ladekarte. Ich habe dann keinen Bock mehr, habe gesagt, nee, komm, vergiss es. Und ich war gezwungen, auf Tesla auszuweichen. Ich bin nur so zurückgekommen, ja, aber es ist schon eine krasse Nummer, ja. Ja, okay. Ja, kommen wir zu Nummer 9, vorletzte Meldung. Peugeot-Preis E3008 steht fest. Und ich muss wirklich sagen, Peugeot, das Design gefällt mir immer mehr. Ich bin da echt ein Freund davon, das ist ja Mobi Flip. Und der Preis steht nun fest für das neue, für den neuen Peugeot. Und guck mal, das sieht auch schick aus. Und ich fand auch den Peugeot, den ich hatte, da sah auch schick aus. Verbrenner war das, wie gesagt. Und jetzt schreiben sie auch, diese Woche ist der Marktstart des Elektro-SUVs. Also guck mal, sieht auch vorne schick aus, ja, mit diesen Grill. Also ich finde das echt ein schönes Fahrzeug. Ja, Preis, es geht los bei 48.600 Euro. Und das ist echt happig, ja. Und jetzt überlegt, dafür kriege ich einen Ford Explorer. Ist das bessere Modell? Ja, ist wahrscheinlich sogar größer. Ja. Ich weiß es aber nicht. Ja, sie wollten ja anfangs es im günstigen Preis raus. Es sollte bei 44.900 Euro losgehen, aber haben sie nicht geschafft. Sie bleiben bei dem ersten Preis. Vielleicht ist das sogar dieselbe Plattform. Ja. Ich glaube es nicht, aber ist alles möglich. Ich denke mal, da ist ein bisschen ein Stück weit kleiner. Ja, dann gibt es auch noch eine Hybrid-Version. Die startet bei 39.250 Euro und somit fast 10.000 Euro unter der elektrischen Version. Und ich kann mir echt nicht vorstellen, dass die Batterie so viel ausmachen soll. Ich meine, ihr habt da im Hybrid, habt ihr ja auch eine Batterie, ihr habt einen Motor drin und die ganzen Aggregate, die zum Verbrenner dazugehören. Also ich glaube, das ist eher so, das sieht aus so wie, kauft lieber den Hybriden, ich will das noch nicht so viel loswerden, das Auto, ja. Und so schreibt auch hier der Autor, das wäre nach seiner Meinung ein fairer Preis für das E-Modell gewesen, ja. Das haben wir startet immerhin bei unter 45.000 Euro. Aber mal zum Design, schaut mal hier, ja, was ich auch cool finde, das Lenkrad ist ja so ein bisschen eckig, war das in meinem Verbrenner Peugeot auch. Ja, die Anzeige war ein bisschen anders, aber auch Digitalanzeige, auch ein relativ großes Display war rechts gewesen. Also das Design ist schon nicht schlecht. Ja klar, ihr habt wieder hier so diese Mittelkonsole in der Mitte, aber es ist schon mal ein anderes Design. Also ich finde das eigentlich nicht schlecht. Mal wirklich was anderes, auch hier mit diesen Gitter hier, das bläuliche Gitter mit Stoff an der Seite und sowas und auch hier Stoff, ja. Also es sieht schon schnucklig aus. Was mir auch aufgefallen ist, die Übersicht in dem Tesla ist eine ganz andere, ja. Also klar, der Peugeot hatte 360-Grad-Kamera. Das ist eine Sache, wo man alles sieht. Muss man das dran gewöhnen, aber es ist schon ein feines Gimmick. Aber wenn man in dem Peugeot drin ist, guckt nach vorne, dann kann man wirklich nur erahnen, wo der rechte oder der linke Kotflügel ist, weil er sitzt so ziemlich eingepackt. So ein bisschen Schießscharten ähnlich war das in dem Peugeot. Also das Armaturenbrett ziemlich weit oben, Scheibe ziemlich weit tief. Also es war schon so ein bisschen Schießscharten-mäßig. Aber ansonsten, ja, war es schön gefahren. Das ist nochmal kurz am Rande, wird hier wahrscheinlich so ähnlich sein, ja.
Ja, kann Peugeot dann immer den Tesla überbieten? Eher nicht, denn Werte wie 157 kW, 210 PS und laden 160 kW und ein 73 kW Akku sind Standard. Und den großen Akku für mehr Reichweite gibt es derzeit noch nicht, der ist auch teurer. Aber ich sag mal so, 210 PS ist ein guter Wert, 160 kW ist ein guter Wert und 73 kW ist auch ein guter Wert für eine Akkugröße. Ich glaube, es soll schon gewesen sein. Ja, schreibt ihr mal, ob ihr sagt, ja, okay, für den Preis könnte ich mir das vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil das ist wirklich einfach zu teuer. 48.650 Euro, das brauche ich nicht drüber nachzudenken. Da ist Tesla das bessere Gesamtpaket. Punkt. Ist nur meine Meinung, wie gesagt, ja. Ja, das soll schon dazu gewesen sein. Also, wer jetzt will, kann den jetzt bestellen und ja, und hat dann in ein paar Wochen einen schicken Peugeot. Es ist ja, schick ist er zumindest. Ja, dann sind wir jetzt schon beim letzten Punkt, ja, Nummer 10. Ja, Tesla hat schon vor 20 Jahren vorausgesagt, dass sie VW ablösen möchten und wie sie VW ablösen möchten. Ich glaube, das war dann doch nicht so, wie sie es gedacht haben. Aber Tesla hat einen großen Plan. Das ist eine Meldung nochmal von Smartroid und kommt dem Ziel mit jedem Jahr ein wenig näher. Doch es dauert Jahrzehnte. Tesla hat sich als führender Hersteller von E-Autos etabliert und steht kurz davor, sein Engagement in diesem Bereich mit der Einführung des neuen Model 2 weiter zu verstärken. Das ist wieder so eine Meldung, ja, wo man denkt, ich dachte, das ist abgewählt, jetzt kommt das Robotaxi. Ja, dieses Projekt ist Teil eines langfristigen Planes, der bereits 2006 ins Leben gerufen wurde. Und so schreiben sie auch hier, rund 18 Jahre nach der Ankündigung seiner Vision steht Tesla kurz davor, das Finale seiner Strategie zu erreichen. Naja, kurz, ist das kurz? Erst kürzlich verkündete Elon Musk in Berlin, dass er plant, ein E-Auto für 25.000 Euro zu bauen, das bislang als Model 2 beschrieben wird. Das Fahrzeug wird kompakt und preisgünstig sein und hat das Potenzial, den Europamarkt, den Automobilmarkt zu revolutionieren, insbesondere in Europa. Ja, und für etablierte Hersteller wie VW bleibt die Herausforderung, bei der Innovationsgeschwindigkeit und der Kostenreduktion vom Unternehmen wie Tesla Schritt zu halten. Und das ist ein Punkt, da hat er wirklich recht hier, ja, der Autor, weil natürlich es ist jetzt schon offensichtlich, wie Tesla die Produktion optimiert hat. Ja, mit diesen riesengroßen Pressen, mit diesen Reduzieren, was Kabel betrifft. Und ja, das, wie gesagt, in diesem in dem großen Truck von Tesla ist es ja auch so, dass die Kabel extrem verkürzt haben, ja, anders belegt haben, andere Möglichkeiten haben. Es ist ja Wahnsinn. Und das, auch da geraten die anderen Hersteller extrem unter Druck, ja, weil die Kosten, Tesla minimiert die immer mehr, ja, und die sind noch lange nicht so weit. Die müssen jetzt im Nachgang anfangen, eher das anzubieten, anfangen dabei aber die Kosten zu reduzieren, gleichzeitig aber ordentliches Design zu bieten, ordentliche Funktionen zu bieten. Das ist echt eine schwierige Kiste. Aber sind sie auch selbst schuld, ja, die haben am Anfang Tesla belächelt und ausgelacht. Und das fällt ihnen heute auf die Füße. Ja, aufatmen können die renommierten Hersteller nur, weil Tesla angeblich sein Model 2 verschoben hat und stattdessen die Entwicklung des Robotaxis nach vorn gezogen hat. Das ist der übernächste Markt, der die individuelle Mobilität hinter sich lässt. Ist es vielleicht so, dass Tesla schon ein bisschen so ahnt, naja, die individuelle Mobilität wird enden und lohnt sich dann noch, so groß in E-Autos zu investieren oder springen wir gleich einen Punkt weiter und machen das Robotaxi. Er scheint da so ein Gefühl zu haben. Und da könnte schon was dafür sprechen. Ich kann mir das noch nicht vorstellen, ja, kein Auto mehr zu besitzen. Und dann werden viele sagen, ja, das ist oldschool. Genau, du bist die alte Generation, du bist das noch gewohnt. Das ist nicht gut. Ja, also Platzverschwendung, ja, Tiefgarage, Parkplatz in Innenstädten, Straßen verstopfen, Straßenkosten auf dem Geld, Infrastruktur. Wenn man nicht vergessen darf, das haben wir alles bezahlt. Ja, also es ist ja nicht vom Himmel gefallen. Ja. Klar kann man auch sagen, aber Umwelt wird damit geschädigt und so weiter. Ja. Ist klar. Klar ist auch, beim Robotaxi wird man auch Straßen brauchen, das ist auch klar. Aber natürlich wird die Anzahl der Fahrzeuge stark zurückgehen. Und das könnte ein Indiz sein, ja, warum hier überall auf die Bremse getreten wird. Spannend, spannend, spannend. Ja, ja. Bin mal gespannt, wie das so weitergeht. Und wenn es wirklich so kommt, sag ich mal, dann kann es schon sein, dass Tesla wieder VW und Co. überholt. Ja? Denn ich sag mal, von einem Robotaxi sind die bestimmt noch ziemlich weit entfernt. Ja, was sagt ihr dazu? Was ist eure Meinung dazu? Wird das so kommen oder könnte man das so vermuten, wie ich gesagt habe? Oder so, nein, es wird E-Autos werden sich genauso durchsetzen wie damals die Verbrenner und dann werden alle genauso viele E-Autos fahren wie vorher auch. Da wird sich nichts ändern, es wird bloß ein Stück weit umweltfreundlicher in den Städten und leiser werden. Oder sagt ihr, naja, so viele Autos, so viele E-Autos wie damals Verbrenner wird es nicht wieder geben. Spannende Geschichte.
Ja, okay, das waren meine News für KW23 2024. Ich fand diesen doch ganz interessant und spannend gewesen. Wenn es euch gefallen hat, denkt dran, einmal Daumen nach oben zu klicken. Abonniert gerne meinen Kanal. Ja, kommentiert fleißig. Wir sind mal gespannt auf euren Input und nicht nochmal zur Versicherung, das Thema ist durch. Ansonsten trotzdem sage ich schon mal danke für jeden netten Kommentar. Dann euch noch ein schönes Wochenende. Viel Spaß im Netz und bis zum nächsten Mal. Ciao.